Hallo und herzlich willkommen zurück bei Nioh 2 Remastered. Ich habe mich jetzt tatsächlich dafür entschieden, dass wir das hier machen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber wir gucken einfach mal. Der Wind drehte und brachte einen unheilschwangeren tiefroten Himmel, begleitet von einem fremdartigen Schrei, der das Blut in den Adern gefrieren ließ. Als das Echo verklang, fiel eine bösartige Aura auf das Land. 113, wir sind auch der Zeit 113, glaube ich. Es wird entweder sehr schwer oder es wird unpackbar. Wenn es zu schwer wird, werden wir diese Mission verlassen. Wenn nicht, werden wir es packen. Byodo-in ist ein Gegenende des Heian-Zeit von Fujiwara no Yorimichi, dem damaligen Hauptberater des Kaisers in Uji, Kyoto, errichteter buddhistischer Tempel. Der Anblick, der sich auf dem umliegenden Gewässer widerspiegelten, großen Phönixhalle, wurde mit dem Rheinland des Amitabha oder dem Paradies verglichen und vom Adel und den wichtigsten Clans gleichermaßen verehrt. Nur wenige kennen den zum verborgenen, uralten und heiligen Bereich in den innersten Abschnitten des Tempels führenden Weg. Ach du meine Güte, der Besoffene kommt hier am Ende. Der besoffene Yukai. Ich erinnere mich. Tatsächlich. Ja, gucken wir mal, wie weit wir kommen, ne? Oh, es gibt Dinge zu kaufen. Und das andere Ding brauche ich nicht. Schön. So, dann. Oh Gott, wir müssen gleich erstmal schnell was machen. Da war doch ein Geist. Nee, Hilfe. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Wir müssen unbedingt Feuer nehmen. Dazu bereit machen. Jetzt sind wir wenigstens in dieser Mission drin. Jetzt kann nichts mehr passieren. Entkräftung ist halt sehr cool. Ich könnte sogar 4 nehmen. Nee, 2. Schade. Ein. 2. Wir nehmen noch einmal Feuertalisman mit. Na, man kann nicht alles haben. Auch cool. Die Kraftpille, oder? Nun gut, dann werden wir mal hier. Hier kommt doch Feuer hin. So. So, jetzt passt's. Jetzt gucken wir mal auf ins Getümmel. Da oben, das gefällt mir doch schon wieder nicht. Sollen wir mal zum Anfang den hier probieren. 124, Chaos Mao. Au. Auf damit. Schon krass. Au. Ich glaube, das wird sehr schwer. Wenn ich keine Lust mehr haben sollte, geh mal. Warte, ich habe das Falsche ausgetauscht. Hier war doch immer was an. Hier war die Kraftpille. So. Jetzt stimmt's doch wieder. Hä? Nein!
So, jetzt stimmt's wieder. Naja, fast. Ey, das macht mich wahnsinnig. Kraftpille. Feuer. Jetzt stimmt's. Ich hab Angst vor dir. Tut mir nicht weh. Oh Gott, das ist schwer. Das hat gut getan. Sogar die Spinnen sind, dauern ewig. Och nee. Gerade die. Nein, es hat nicht funktioniert. Hey, ich lach mich aus, glaube ich. Ich glaube, wir machen doch erst die Hauptmission, ey. Es geht ja um keine Kuhhaut hier. Oh Gott. Boah, seit wann greifen die denn an? Diese Typen. Wo bin ich überhaupt? Ich glaube, wir machen etwas anderes. Wir werden jetzt unser Zeug zurückholen und werden fliehen. Das war jetzt unser Zwielichtausflug. Da. Nix, hm? Hey, ich will doch gehen, lass mich. Ich will einfach nur gehen, lass mich. Hilfe, wo bin ich? Hier ist mir ein bisschen zu schwer. Gut. Hätten wir das? Wir gehen. Ohne Amrita zu verlieren. Ja. Welch wunderbarer Ausflug. Wie so eine Klassenfahrt. Ja, das kommt irgendwann nochmal wieder, aber wir werden jetzt lieber das hier machen. Der Wanderhandwerker. Mein Großvater wird endlich von seinen Reisen zurückkehren. Aber er schreibt hier, dass er Schwierigkeiten hat, durch die Berge zu kommen. Ich bin etwas besorgt, denn er ist noch immer nicht eingetroffen. Würdest du bitte nach ihm Ausschau halten? Diese Ruinen, tief in den Bergen und von mächtigen Felswänden umgeben, sollen von einem einst mächtigen Clan errichtet worden sein. Auch nach dem Niedergang des Clans sind der große Schrein und die unterirdischen Katakomben noch beeindruckende Bauwerke. Doch da sich niemand mehr um sie kümmert, verfallen sie und werden nur noch von Yukai bewohnt. Nicht einmal Grabräuber sind mehr bereit, sich den Ruinen zu nähern. Diese Karte kennen wir auch schon. Tatsächlich. Oh, das ist aber schade hier. Also man darf auf jeden Fall nicht bis ganz nach unten. Man kann nur hier oben rumkraxeln. Echt ein bisschen schade, wir laufen da oben rum. Achso, so einer. Hallo. Ich muss mal gerade hier gucken, ob wir auch den Kodama-Segen ausgerüstet haben. Weil irgendwie kriegen wir so wenig Zeug nur. Das sind jetzt gerade mal 3000. Ach ja, Hammer. Okay. Na gut, das ist halt auch die letzte. Also, ich weiß ja nicht, ob nach dem Traum noch irgendwas kommt. Ich finde es nur interessant, weil ich ja bei
Neo 1 hing ich ja so lange in dem. So lange bei der Vampirfrau fest und habe 210 oder 201 Folgen gebraucht, bis ich da am Ende war. Und danach kam halt noch dieses mit dem Auge in London. Und hier sind wir jetzt bei Folge 156. Ich habe irgendwie gedacht, das hier ist kürzer, aber kann das sein, dass hier mehr Nebenmissionen gibt? Also gerade die spezifisch sind, waffenspezifisch, die gab es ja im ersten Teil nicht. Ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Oh, ach so an, okay. Was auch immer du vorhast, wird nicht gemacht. Au, okay, wird doch gemacht. B, du bringst mich jetzt um, scheiß Gaki. Ich glaube, du spinnst. Ach, da darf man auch nicht hin. Ach, hier ist eine Kiste. Hoffentlich lebt ihr Vater noch. Bevor wir dahin gehen, machen wir erstmal den da kalt. Decke deine Beine. Das jetzt. Hier unten gibt es den. Da oben müssen wir was runterschlagen. Oh nein. Das ist doch schon wieder sowas Brennendes. Oh. Hey, du doofes Vieh. Es lebt immer noch. Hör auf zu leben. Danke. Ja. Jetzt haben wir hier fertig, wie immer hier außen rum. Runter können wir leider nicht. Vielleicht können wir auch runter, nur da darf man nicht runter. Das könnte auch sein. Diese doofen Dinger, die werden mir noch sehr viel Freude bringen. Da haben wir einen Gaki, ich will ihn irgendwie abschießen. Hast du mal Glück gehabt? Nicht richtig getroffen. War nicht so, wie ich es mir erhofft habe, ehrlich gesagt. Ach hier! Mit dem Handrohr auch noch. Spinnst du? Aha. Ach, man brennt trotzdem. Blöd. Wir werden mal wieder unser Handrohr rausnehmen. Wir haben aber ein neues Handrohr. Das war unser altes Randrohr. Das ist unser neues. Wir nehmen aber das da. Wir müssen das dann mal, wenn wir wieder am Ausgangspunkt sind, verbessern. Halt. So, leer.
Oh, Miezekatz, wir gehen gleich aufs Dach. Gucken erst. Oh! Okay, wenn wir da reingehen. Hä? Was ist denn das hier für eine... Gib mir diese Kiste. Das ist meine Kiste. Sag ich doch. In dieser Kiste waren wunderbare Dinge drin. Tonglocke des Rufs zum Beispiel. Gehen wir jetzt hier rein oder gehen wir erst unseren Freund holen? Ich würde, bevor wir da reingehen, erstmal hier lang gehen. Was jetzt? Hä, was hab ich denn jetzt getan? Aber hier war auch noch... Ach, wir sind hier immer einfach abgebogen. Jetzt gehen wir wieder hoch. Die Tür scheint verschlossen zu sein. Müssen wir von oben rein? Dann holen wir uns mal schnell hier die Miets. Wir müssen uns aber dann beeilen beim Hochrennen. Deswegen erstmal das Dach absuchen, bevor hier... Nicht, dass hier noch irgendwas anderes ist. Nee. So, hallo. Na, hallo. Würde ich gerne mitnehmen. Ja, komm mit. Wir werden das jetzt voll reißen hier. Wir gehen jetzt oben. Komm mit, komm mit. Wir haben Dinge zu tun. Keine Müdigkeit vorschützen. Ich prügel dich. Jetzt hat schon ein bisschen Angst. Muss schon ehrlich sagen. Ich wollte gerade sagen, normalerweise ist ja doch ein Gegner hier draußen. Da war er auch. So, das können wir runter treten. So. Schön. Gehen wir weiter. Wen haben wir denn hier noch? Komm hoch. Oh nein, unser Mietzchen ist weg. Schade. Gerade wenn es hier reingeht. Also grundsätzlich kann man hier eigentlich... Man hat mich gesehen. Achso. Jetzt müssen wir halt hier... Ach, guck mal, das ist unser Spiegelbild, wollte ich gerade sagen. Die Sonne. Jetzt kommen wir hier natürlich nicht mehr zurück. Jetzt müssen wir außen rumrennen. Haha, du brennst.
Ah, nein, du triffst mich. Oh, gibt's doch wohl nicht. Bin so schnell durchgelaufen. Doch nach unten. Hier, alles klar. Ist es doch gut. Das ist neu, dass hier so ein Ding steht. Das, hier stand noch nie eins. So. Nee, gefällt mir nicht. Gefällt mir auch nicht so. Hm, plus eins, okay. Plus eins. Hm. Plus eins. Hm. Fähigkeit. Ich hätte gern noch was bei Omnio-Magie. Da kriegt man Magiekapazität dazu, gell? So. Können wir uns jetzt eventuell noch was, noch ein bisschen mehr leisten? Vielleicht noch irgend so ein Ding dazu? Nee, da brauche ich 2,0. Das ist schade. Hm. Ja, das passt. Ja. Das passt. Jetzt gucken wir nochmal schnell, was wir Neues gefunden haben. Nee, nee, nee. Ist alles nicht so toll. Helm des Samurai-Generals. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Oh, was ist das Interessantes? Ach, schwer. Nee, so interessant ist das auch nicht. 26, 27, 26. Zen-Handbuch. Hm, dass man das jetzt hier ist. Ha. Da müsste ich mich echt nochmal dran setzen. Mit ein paar. Nach Typ. Verteidigung, Schatzgespür. Hier haben wir noch einen Haufen. Nee, da ändert sich einfach gar nichts. Das mit diesen Seelendingern, das verstehe ich noch nicht so richtig, muss ich ehrlich sagen. Da muss ich doch mal irgendwas ändern. Sonst kann ich doch einfach hier das Neueste nehmen und kann den Rest wegschmeißen. Diesen 121er können wir jetzt erstmal wegmachen. Kuroka 121. So. Und jetzt habe ich schon keine Lust mehr drauf. Das ist so nervig irgendwie, die Seelenkerne. Ich weiß auch nicht. Die sind ganz cool, aber dieses Aussortieren, das ist irgendwie. Jetzt bin ich gerade bei meinen Waffen und meiner Rüstung hinterher und so muss ich das auch noch machen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sind jetzt unten angekommen in den Ruinen. Ich bin gespannt, wie lange das hier noch ist. Wir müssen auf jeden Fall irgendeinen Schlüssel holen, da hoch wieder da hochgehen, denke ich mal. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.